Ja, hallo, mein Name ist Chris. Ich sitze hier, weil ich die Ehre habe, heute was über einen Film zu erzählen vom Internationalen Filmfest in Braunschweig, was mir sehr am Herzen liegt, ein ganz tolles Festival. Und ich durfte einen Film gucken, der Titel verrät eigentlich schon, worum es geht. Der heißt Who Let the Dogs Out aus dem Jahr 2019 von Brent Hodge. Der ist ein kanadisch-neuseeländischer Regisseur, der schon einige ganz witzige und spannende Dokumentationen gemacht hat. Den Song kennt, glaube ich, jeder, mit denen im Jahr 2000, auch schon wieder 20 Jahre her, war das ein riesen weltweiter Hit von den Bahamen. Ich glaube, die kommen von den Bahamas oder von so einer tropischen Insel. Und die hat den Song in die ganze Welt gebracht. Und das Verrückte an diesem sehr lustigen Film ist, dass tatsächlich in einem Film, ungefähr eine Stunde lang dauert der, nur um einen Song geht. Das Besondere ist, dass jeder diesen Song kennt. Und aber gar nicht klar ist, wer den geschrieben hat, woher dieser Song stammt. Und es gibt, weiß ich, zahllose Parteien, die sich darüber streiten. Ich habe den Song geschrieben, nein, ich habe den Song geschrieben. Und der Regisseur auf sehr witzige Art und Weise interviewt dann alle Protagonisten und greift immer tiefer in der Zeit zurück und in der Kiste zurück und versucht herauszufinden, woher denn dieser Song stammt, wer denn der Urheber ist, und verknüpft das Ganze dann und erzählt das Ganze sehr, sehr witzig, was vor allem an den Protagonisten liegt, die halt behaupten, diesen Song geschrieben zu haben. Und es ist ein sehr kurzweiliges Vergnügen, dauert etwa eine Stunde. Ich habe ihn mir gleich zweimal auch angeguckt, weil er so lustig ist. Und ich glaube, ich kann den Song, wo immer er im Radio läuft oder wo ich den höre, nicht mehr künftig normal wahrnehmen, sondern immer nur mit dieser kuriosen Geschichte im Hintergrund. Und ja, das war toll, dass ich diesen Film fürs Filmfest sichten durfte. Vielen Dank dafür. Ich kann den Film euch als Musikfan durchaus ans Herz legen. Ja, das Filmfestival Braunschweig, dieses Jahr wegen Corona leider nur online vom 2. bis zum 8. November. Schaut vorbei, unterstützt das Filmfestival, damit wir 2021 hoffentlich wieder in der normalen, gewohnten Form zurückkehren können. Und over and out.